Aber wie können Menschen nur so grausam sein und versuchen, eine Katze anzuzünden, ja? Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch aus Aksaray. Wir sind jetzt wieder hier in Aksaray, weil Samis Oma Hamza sehr doll vermisst hat. Und guck mal, wer mich hier hat. Mavis! Das ist eine Straßenkatze eigentlich, die wir jetzt hier aufgenommen haben, weil, jetzt kommt's, ich kann auch absolut nicht verstehen, wie Menschen so grausam sein können, aber weil Kinder, glaube ich, wahrscheinlich, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein erwachsener Mensch macht, versucht haben, diese Babykatze anzuzünden. Ja, die war überall verbrannt, also an ihren Schnauzerhaaren, an ihrem Fell, das haben wir dann jetzt alles weggeschnitten. Und dann haben wir die da so sozusagen gerettet. Aber die hat jetzt natürlich hier gar keine Familie. Und ich habe auch ehrlich gesagt absolut überhaupt gar keine Erfahrung mit Katzen. Aber wie können Menschen nur so grausam sein und versuchen, eine Katze anzuzünden, ja? Und ich bin stark am Überlegen, ob ich die nicht mitnehme nach Istanbul. Aber guck mal, die ist da unter der Decke. Seht ihr das? Mavis! Und die hat ein blaues Auge. Ein blaues Auge und ein grünes Auge und wir bringen die gleich mal zum Tierarzt, weil ich befürchte, die braucht wahrscheinlich irgendwelche Impfungen und der Arzt soll mal gucken, ob irgendwas ist. Ja, und die hat sich ganz schnell an uns gewöhnnt, also die hat auch gar keine Angst mehr und Hamza spielt natürlich auch total gerne mit ihr. Also ich finde es auch, glaube ich, ganz gut, wenn Tiere, also wenn Babys oder Kinder mit Tieren aufwachsen. Guck mal, wie hübsch die ist. Guck mal, die Augen. Oh, Marwisch. Kleines Spielkind, du. Hamza hat auch keine Angst vor Tieren und ich möchte ihm auch auf jeden Fall beibringen, dass Tiere vollkommen, vollkommen in Ordnung sind und dass das keine grausamen Gestalten sind, wie andere Mütter oder Väter das den Kindern beibringen, sagen, Katze, Katze ist dreckig, Hund ist dreckig, Vogel ist dreckig. Das geht gar nicht. Also, die Beiste, die Kleineste. Komm mal hierher. So, und jetzt wollen wir erstmal frühstücken. Wir haben es ja noch relativ früh. Ich glaube, ich spinne. Du kommst da sofort runter, mein Herr. Hallo. Runter. So, was Mama sagt, ist immer egal, ne? Ey, Leute, er ist so muschelnass. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch. Er ist so frech. Er will überall raufklettern und alle Türen und alles öffnen und alles entdecken. Ist wahrscheinlich auch total normal. Aber ja. Ja, komm mal da runter. Genau, Supi. Und ich möchte den Dinosaurier auf deinem Pushy aufessen. Nevedes, sen niye durmuyorsun oğlum? Nereye gidiyorsun? Kaçıyor mu? Geh mal mit Opa, geh mal mit Opa auf den Balkon. Ja. Ja, ein bisschen Koran lesen, komm. Komm. So, wir bereiten hier gerade Frühstück zu. Oma hat Crepe gemacht mit Käse. Lecker, lecker, lecker. Jetzt mache ich mir erstmal einen Kaffee, weil ich hatte am Anfang meiner Schwangerschaft total den Hype auf Limonade. Ja, ich könnte morgens, abends nur mit Limonade trinken. Und momentan ist es leider so, dass ich von morgens bis abends Kaffee will. Obwohl ich eigentlich gar kein Kaffeetrinker bin. Das ist doch total komisch. So, jetzt werde ich mir ein bisschen Milch warm machen und dann so einen Löffel dieses Instant-Kaffeepulver da rein tun. Ich will jetzt nicht die Marken nennen, ne? Aber wir wissen alle, wovon ich rede. Und ja, dann wollen wir frühstücken. Sami ist schon unterwegs. Der kommt dann und dann fahren wir zum Tierarzt. Da schläft einer. Süß. Hamza, was machst du da in der Gym?
Ich weiß jetzt auch nicht, was für eine Veterinärklinik das hier sein soll. Das kommt mir alles hier so ein bisschen spanisch vor. Aber nun ja. Oh nö. Jetzt brauchen wir ein bisschen Sand. Gucken wir gerade, was wir hier denen zum Essen geben. Ja, jetzt gucken wir mal hier, was wir hier besorgen können. So, Sami ist jetzt gerade Eis kaufen, weil ich habe da gerade so ein bisschen Hunger drauf. Und Mäuschen meckert hier gerade rum. Ja, Schatzi, wir sind gleich zu Hause. Mann, klappt, die hat Angst. Ich kenne mich auch so gar nicht mit Katzen aus, Leute. Ne? Ich weiß gar nicht, was die so essen und wie die so drauf sind. Und ja, wir sind gleich da, mein Schatz. Oh Gott, ja, es tut mir gerade so leid. Mavich, oh, hat einer aber Hunger. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt momentan alles richtig machen, aber ja. Ich glaube, ihr geht's gut. Jetzt muss ich hier mal dieses kleine Büchchen hier ausfüllen. Name, Nachname und so weiter. Und hier steht halt drin, welche Impfung sie jetzt gekriegt hat und wann sie halt nochmal wiederkommen muss. Und die essen jetzt hier gerade Eis. Ich komme gerade auf diese Cuteness hier nicht klar, aber ich glaube, wir haben ein Kleinkätzchen jetzt adoptiert und habe sofort eine Katze bei uns im Haus. Guck doch mal, wie wunderhübsch die ist. Ich glaube, es wird jetzt hier reines Katzenvideo, sorry für das ganze Generve. Hamza, Mavich nicht ärgern. Ich glaube, Hamza ist ein bisschen eifersüchtig auf Mavich. Kann das angehen? Hm? Ich hatte euch, glaube ich, mal Hamzas Laptop vorgestellt. Wisst ihr noch, diesen Winnie-Pooh-Laptop? Der ist kaputt gegangen. Oh, das war ja eine kleine Katastrophe. Jetzt muss ich den nochmal neu bestellen. Und seine Hoppla-Hörmalbücher. Da, wo man auf den Knopf drückt und dann die Seiten jeweils dann Musik machen. Die hat er auseinandergenommen, weil er das Buch so geliebt hat. Jetzt habe ich das auch noch mal ein, zwei Mal neu bestellt. Mal gucken, ob... Ja, meine Eltern kommen ja nächsten Monat und dann bringen sie das inshallah mit. Meine Nase ist einfach nur derbe trocken. Also die Luftfeuchtigkeit ist hier einfach mal durch bis zum geht nicht mehr. Ich weiß nicht, also das ist ganz schlimm. In Istanbul ist ja die Luftfeuchtigkeit ziemlich hoch. Aber hier ist sie so trocken, dass meine Nase innerlich ausgetrocknet ist und total verkrustet ist. Und ich glaube, was soll man denn da jetzt machen? Feucht halten, ne? Aber wie lange braucht das wohl, bis man sich an diese Luftfeuchtigkeit gewöhnt? Aber ich merke auch irgendwie, dass Hamza hier besser schläft. Komisch, ne? Also noch besser als sonst. Auch mittags lange schläft. So, ihr Lieben, ich hatte euch, glaube ich, mal erzählt, dass mein Akku ständig Probleme macht. Und ich hatte ja immer diese Powerbanks und das ist mir jetzt nicht kaputt gegangen. Aber ich dachte, der Powerbank wäre kaputt und habe dann ein neues iPhone-Kabel gekauft. Und ja, es lag eigentlich im Grunde genommen nur am Kabel. Und das wollte ich euch jetzt einmal zeigen. Ich habe hier dieses, das ist keine Werbung, aber ich blende das jetzt mal ein. Das Ding ist einfach so geil, diese Powerbanks von Anker, die gibt es ja bei Amazon. Ich habe mir jetzt einfach eine kleine Version bestellt. Kannst du bis zu dreimal dein iPhone aufladen und das lädt jetzt hier gerade. Und das haben wir jetzt nochmal in groß. Damit kannst du bis zu achtmal aufladen. Oh, hast du hier alles so dreckig gemacht. Das kommt dann hier so geliefert. Und da heult jemand. Ja, aber wann habt ihr es aber schon hier, oder? So.
mit dem Kabel dann zusammen. Und damit kannst du, also das ist wirklich ein Lifesaver und das wollte ich euch noch einmal empfehlen. Da könnt ihr einmal mal in der Infobox gucken. Ich meine, die Rezession sagen ja alles. Ich habe es jetzt in der Türkei bestellt, gab es übrigens auch in der Türkei. Deswegen, yes, I like. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Danke fürs Einschalten und vergesst meine letzten beiden Videos nicht. Tschüss.